Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Monster Hunter Freedom Unit mit mir, Leviathan 2. Wir gehen auf die Wiederholungsquest zum Camellios, wenn man so will. Wir suchen unsere Revanche, oder sagen wir einfach, wir versuchen ihn nun endgültig zu töten. Leider hat er nicht das Gebiet gewechselt, er ist wieder im... ja, wunderschön Hügelgebiet. Aber ja. Sonst könnte man ihn einfach noch im Sumpf erjagen. Aber anscheinend möchte er das ja nicht. Dann, wie letztes Mal natürlich, gehen wir zum leuchtenden Gebiet, um uns der unsichtbaren Gefahr zu stellen. Allzu viele Leben sollte er nicht mehr haben. Wir werden ihn wahrscheinlich schnell erlegen können. Ich hoffe es zumindest. Ich denke nicht, dass er noch so viele Leben übrig hatte, als uns das letzte Mal entkommen ist. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn immer noch. Oh, ja, ich glaube, er sieht mich auch. Na toll, das Erste, was er mir stiehlt, ist gleich ein Megatrank. Ich hätte jetzt eigentlich mal Pfeffline mitbringen können, um nachzuschauen, ob er wirklich zuerst, ob er auch zu den... Na toll, gleich zu Beginn. Ja, das lieben wir natürlich. So kann es ja losgehen, ne? Einfach reinhauen. Einfach reinhauen, 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 damit der... Meiner Figur bleibt auch gar nicht zerstört. Ja, solange ich das Schweißzeichen da hinten noch habe, kann ich auch keine Nahrung zu mir nehmen, die wieder die Ausdauer herstellen würde. Also ist alles, was mir bleibt, sozusagen der Angriff. Der verbraucht wenigstens keine Ausdauer. Und vielleicht ein bisschen ausweichen in der Not. Der hat gesessen. So, jetzt komm hier mal. Jetzt könnte ich... Ja, und ich werde auch etwas zu mir nehmen. So kann man ja kein Monster jagen. So. Jetzt sollten wir schon wieder eher gewappnet sein für Camellios. Aber ist Camellios auch gewappnet für uns? Allem Anschein nach nicht. Heißgetränk darfst du behalten. Ich mache jetzt einfach in so kurzer Zeit so viel Schaden wie möglich. Und ich versuche es. Katze, hilf mir! Okay, Passler hatte keine Lust. Solange er nur nicht wieder diesen, wie sagt man dem, Dampf ausstößt. Ja, wenn es halt in genau dieser Sprühform macht, geht der Rest in Ordnung. Geht ja nur darum, dass alles seine Ordnung hat. Die Waffenstärke ist wieder gesunken.
zeigen, wo der Hammer hängt oder das Großschwert. Okay, Rekordzeit. Der hatte wirklich nicht mehr viele Leben übrig, als wir ihn gehen ließen. Danke, Camellos. Okay. Ja, das ging wahrlich zu schnell. Ein bisschen. Aber okay, kann man nichts machen. Können wir dann ein andermal schauen, was wir damit machen. Okay, ja, das war's mit dem Let's Play zum Mart jetzt mal. Eine Idee habe ich noch. Questinfo, wie viel haben wir? Knapp über 5 Minuten. Das heißt, wir haben... ja, komm, okay. Gut, zeigen wir doch, nutzen wir das gar nicht mal, um noch die Veränderungen im Dorf zu zeigen, wenn wir schon dabei sind. Haben wir jetzt mal wieder Zeit. Das legen wir alles in die Objektbox. Puzzle hat auch Camellos Gewebe. Cool. Und eine Kokoschuppe. Die findet man allgemein in diesem Gebiet, da vor allem auf dem Boden rumliegen. Ja, das war im ersten Monster Hunter so eine schöne Geldquelle. Soll gespeichert werden, ja. So. Dann schauen wir mal, was wir alles zeigen können. Es hat sich nicht ewig viel getan, aber auch nicht allzu wenig. Ja. So, hier oben noch alles beim Gleichen. Wir können in unser Haus gehen. Da wartet immer noch unser Schweinchen auf uns. Hatte ich das schon vorher? Ja, ich glaube. Ich glaube, das habt ihr schon kennengelernt. Dann unsere Küche, die viel lebendiger wirkt. Weil das alles voller Katzen ist. Natürlich auch mit Salsa. Danke, dass du immer unsere Leckereien isst. Ich koche einfach zu gerne Delikatessen. Ich würde dir gerne zum Dank schicken, wenn du zusammen hast. Fillini mal Pass Plus. Die braucht man, glaube ich, für die Besteckwaffen. Dann können wir natürlich schön Essen bestellen. Wir nehmen... Nein, sie haben keinen Kirin-Käse. Dann versuchen wir einfach irgendwas. Wir nehmen das Drachenhaupt und den Dämonenpilz. Mal schauen, was sie uns da zusammen kochen. Anscheinend schmeckt's. Dann können wir hier natürlich noch Sachen abgeben. Konnten wir, glaube ich, letztes Mal auch noch. Und jetzt bin ich auch gleich am Schauen. Da haben wir Camellos alle gebratenen Steaks und alle Gourmet-Steaks, das was natürlich bei mir jeweils nur eins war, gestohlen hat, habe ich keins mehr übrig. Deshalb werde ich jetzt hier bei der netten Dame einfach mal so um die 50 Stück einkaufen. Ja, kostet ja noch 2500. Wenn man dafür 50 von den Pflanzenfressern töten müsste, wäre man viel zu lange dran und dann würde es das Geld doch nicht mehr aufwiegen. In der Zeit würde ich eine Kuckuck-Quest machen und das alles wieder einholen. Hohes Fleisch 50 Mal. Ja, Menge 10. Oh, jetzt wartet.
Schauen wir auf den Zwischplan. Fleisch, Milch, Milch, Obst, Getränk, Milch. Okay, dann rohes Fleisch und er macht's. Ja, du machst's. So, Salz am Kochen. Dann, was haben wir noch Neues auf der Puck-Farm? Da haben wir immer noch unseren Bienenstock. Wir haben Pilze, wir haben ein großes Loch, wir haben natürlich unsere Erzabbau und ja, oben geht's weiter Erzabbauen. Mehr Käferbüsche, Trainias Brot, einen ausgebauten Fischsteg. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch schnell nach oben, kaufen uns eine große Bombe. Für die Box. So, große Fassbombe, eins, ja. Und dann lassen wir mal Trenia und ja, die Lochkatze. Ja, zeigen wir einfach mal, was es da so für Videos gibt, die man da so auslösen kann. Also, ja, ich möchte jetzt abbauen. Ja, da kannst du die große Fassbombe haben. Dann. Die große Fassbombe Plus sieht noch härter aus, glaube ich. Kommt mir so vor, wenn sie dann aktiv wäre. Zum Glück machen diese Katzen alles mit. Ja, viele Kristalle, manchmal wertvoller, manchmal weniger. Kommt auch ein bisschen darauf an, welche Bombe man ihnen mitgibt. Dann gibt's hier noch. Das haben wir durch den Tigrex freigeschaltet. Mit einem Tigrex-Kreischer konnten sie das Eis sprengen, ohne das Schwert zu beschädigen. Da kann man diesen einfach zwei Stück Drachenältestenknochen geben und. Schwarze Splitter und Steine abbauen. Diese sind relativ wertvoll, also nein, sie werden benötigt für die Fatalis-Waffen, was dann so ziemlich die besten Drachenelement-Großschwerter im ganzen Spiel werden. Dann haben wir hier natürlich noch Trenias Boot. Ja, ich bezahle dich. Wohin will ich dich? Ich will dich im Vulkan, da gibt es immer schöne Erze. 500 Punkte darf es schon mal sein, wenn ich dich schon mal losschicke. Und da geht der kleiner Boho. Ach, zu traurig. Er kann auch noch beschleunigen oder absaufen, je nachdem. Hier haben wir noch einen Käferbaum, den habe ich aber noch nicht gekauft. Damit könnte man dann mit einem Hammer auf den Baum schlagen, um Käfer runter zu knallt. Und hier gäbe es noch ein Katapult, das ich auch noch nicht gekauft habe, mit dem man am Netz auswerfen könnte. Ja, was haben wir noch? Hätten noch die Trainingsschule, diese werde ich aber jetzt nicht zeigen. Die Gilde, die werde ich auch nicht zeigen. Ja, nein, sonst ist eigentlich alles das gleiche geblieben. Die Gespräche verändern sich noch ein bisschen. Aber sonst ist eigentlich alles das gleiche wie außer das Sortiment des Schmieds und des Händlers. Aber okay, ich würde sagen, das war's für heute mit dem Let's Play Monster Hunter Freedom Unit. Obwohl wir nur Camellias jagen wollten, haben wir doch gleich einmal schon wieder das Dorf gezeigt. Und ja, ich hoffe, ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Let's Play Monster Hunter Freedom Unit mit mir, Leviathan 2. Und dann werden wir wahrscheinlich auf die Jagd nach Lunastra gehen. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.